Das sah jetzt aber unangenehm aus. Wo bin ich denn jetzt wieder? Am Anfang oder was? Weiß nicht. Dieses Loch? Vorsichtig. 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 Ich schätze mal, dass hier auch das Prinzip gilt, eingesammelt ist eingesammelt. Ist mir gar nicht aufgefallen, der Schlamm vorher. Wo das wohin führt? Wohin das wohl führt? Ah, die Fallen bleiben aktiv. Das Ding nochmal lesen? Nee. Aber, ah ja, hier war das doch. Nee, warte mal. Hier bin ich dann dieser, der gefällt mir nicht. Der Boden. Der Lehmboden, der gefällt mir nicht. Komme ich bestimmt da hinten wieder raus. Wieder mal nach hinten gucken. Auf der Karte ist nichts verzeichnet. Das beschreibt eine verborgene Kammer in der Nähe. Hier lacht auch noch was rum. Hatte doch was. Es ist echt nur der Öffnungsmechanismus hier. Und da wieder lang. Na okay. Dann gehen wir jetzt nach unten. Das ist wieder so eine doofe. Was soll ich denn da machen? Ich glaube, das ist so gewollt, dass ich dann runterrutsche. Okay, was ist das da? Was haben wir denn hier? Einen neuen Ort entdeckt. Sarkophag. Da oben gibt es auch noch mal irgendwo lang. Aber den gucken wir uns natürlich jetzt mal an, den Sarkophag. Abendsterns Stiefel. Neue Ausrüstung erhalten. Stiefel mit Federn, die. Okay, das war jetzt ein bisschen schnell. Aber kann ich das nicht in Inventar gucken? Inventar? Nee. Das muss einen Weg hier rausgeben. Ja, natürlich, aber eigentlich will ich erstmal da hoch. Weil da oben war ja auch noch was.
So, vom Sarkophag hier vielleicht dran. Tja, na, wie komme ich jetzt da oben hin? Ich will da oben hin. Von der Seite doch bestimmt nicht mehr, oder? Schauen wir uns mal von hier um. Was ist denn das da oben? Okay, da gibt's was, aber ich wüsste nicht, wo ich es festmachen sollte. Ja. Ich glaube, so ist das nicht vorgesehen. Das soll ich wahrscheinlich doch von der anderen Seite machen. Tja, da fehlt mir wieder mein Kletterdings, der Wurmster. Das muss der Weg nach oben sein. Da muss ich ja noch mal rein, wenn ich dann endlich meinen. Mein Hammer habe. Mein Kletterhammer, meine Kletteraxt. Das kann ich jetzt nicht lesen. Achso, somit nicht wieder zurückgekommen. Haben wir das, der Sarkophag jetzt? Ja, da gab es ja auch die Belohnung. Der Sarkophag war jetzt der Hauptteil. Ja, ich glaube, hier ist kürzer. Help. Help. Alles ist ein bisschen gefährlich hier. Nicht noch mal hoch, ne? Weil da hinten ginge es weiter. Ganz vorsichtig. Jetzt reißt du noch einen Nippel ab oder sowas. Und da hinten geht es dann mit der Kletteraxt weiter. Muss ich mir merken. Wie komme ich jetzt in die Kletteraxt? Ich wäre ja sowieso. Jetzt ruckelt er gerade ein bisschen. Nochmal ins Lager. Machen wir gerade aus. Wir grunzen da schon wieder. Ein bisschen nach links. Oh, da sind wir schon. Upgrades herstellen. Waffen-Upgrades benötigen Waffenteile, Ressourcen, Fähigkeiten. Wählen Sie im Inventar eine Waffe und drücken Sie X, um zum Upgrade-Menü zu gelangen. Wählen Sie ein Upgrade und halten Sie A.
Recurve-Bogen. Eidleister-Bogen. Puka-Hux-Bogen. Da bin ich gerade, oder was? Bogen der berühmten Kräuterkundler Puka-Hux. Ah, ich bring das doofe Schwein um, das geht mir auf den Keks mit dem Gegrunzel. Outfits. Getarnter Abenteurer. Ausrüstung, am wichtigsten. Abseildraht, erhalten. Seil, erhalten. Noch mehr gibt's nicht, oder? Nee, Waffen. Ach, das. Das habe ich. Ach, die kann ich aussuchen. Ah ja, jetzt ja. Also, welche ist jetzt gerade ausgewählt? Das ist gerade ein bisschen, ich finde es ein bisschen unübersichtlich. Noch dieses Stilisierte da mit dem, und dieses Kreidemäßige, gefällt mir nicht. Da muss ich zweimal hingucken, was sie damit meinen. Also, was ist gerade ausgewählt? Der sieht doch gut aus. Der silberne Schlag sieht gut aus. Aufgeladene, geräuschlose Pfeile können Rüstung durchschlagen und durch ungepanzerte stille Ziele hindurchgehen, um mehrere Feinde zu treffen. Jetzt drücke ich mal da drauf. Okay, jetzt habe ich die Checkmark da. Und wenn ich jetzt hier gucke, da ist die Zielgeschwindigkeit nochmal besser. Der Schaden schlechter. Das Rot sieht man fast gar nicht. Ist das scheiße. Die Schlangen bist noch viel schlechter. Ach, der kann hier mit Feuer schießen. Puka-Hux. Was war jetzt an dem so gut? Oh, kann Rüstung durchschlagen. Das ist wichtig. Später. Und hier kann ich ein Upgrade machen. Möchte ich aber vielleicht gar nicht. Hier möchte ich ein Upgrade machen. Und wenn Ausrufungszeichen ist, kann ich ein Upgrade machen, okay. Und was wird passieren, wenn ich den dann upgrade? Verstärkter Armor. Verstärkter Schaft. Könnte ich machen und bekäme dann. Boah. Weiß ich nicht. Eidleisters Bogen, erhöhte Spannung der Bogensehne. Okay. Ich habe den silbernen Schlag. Der sieht doch gut aus. Will gar nichts anders. Getarnter Abenteurer. Ich bring das Schwein gleich um. Schwarze Version des Ausfits taktischer Abenteurer. Erhöht die Menge an hergestellter Munition und gewährt Erfahrung für Lautloskills. Hört sich gut an. Zusätzliche Munition, Bonus EP. Gewand des Puka-Hux. Ich guck's mir mal an. Ach so, warte mal. Aha. Gewand des Puka-Hux. Gewand des berühmten Kräuterkundlers Puka-Hux, der Sage nach zwischen den Welten wandern konnte. Gewährt mehr Tierressourcen, erhöhte Gesundheitsregeneration. Gesundheit regeneriert sich in Kampfpausen schneller. Oh, ist wichtig. Kann ich ja dann immer noch machen.
Jetzt hole ich mir erstmal die Bonus-EPs für Lautlos-Kills. Achso, würde so aussehen. Nee, da will ich nicht rumlaufen. Nee, da will ich nicht rumlaufen. Meine Güte. Forscher. Grünes Oxford und beige Leinenhosen. Gewährt mir dann natürlich Ressourcen, erhöht die von der Jagd erbeutete Erfahrung. Bonus auf die Jagd. Auch nicht schlecht. Hier kriegst du mehr Mund und auf lautlos. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal ein bisschen jagen an den Forscher haben. Abenteurer, beiges Baumwoll-Oxford-Shirt und grüne Hosen. Ein praktisches Ausblick für Abenteurer. Ein dunkler Engel. Das ist irgendwie ein schwarzes Tanktop und kurze Hosen. Ideal für die dunklen Gassen in Paris. Okay, da sind wir jetzt aber nicht. Dann können wir Tomb Raider 2. Keine Polykron-Hexe. Und mit Bomberjacke. Tunika des Fuchsbangs. Ah, das könnte man. Das ist noch ansehnlich. Fellpanzerung getragen von Fuchsbann. Dem ersten verstoßenen Piatitis. Piatitis hört sich an wie eine ekelhafte Krankheit. Erhöht die von Jagd erhaltene Erfahrung und die Dauer von Konzentrationszeit. Bonus EP Jagd, ja, das wollte ich ja. Und erhöhte Konzentrationszeit. Das andere war. Pit. Ne, das will ich nicht im Forscher. Gewährt zusätzliche Pflanzenmineralherstellungsressourcen aus jeder Quelle. Nein, das hier will ich nehmen. Es sieht auch ganz nett aus, oder? Ja. Das waren also die. Achso, gab es hier noch mehr Waffen? Ausrüstung. Abseilrad. Nee. Fähigkeitspunkte habe ich keine mehr übrig. So, und jetzt könnte ich eigentlich dieses jagdmäßig gleich mal zuschlagen. Hängt hier noch was? Und dieses. Von da bin ich ja gekommen, ne? Von hier bin ich gekommen, aber da hinten bin ich noch nicht lang gelaufen. Schau mal, ob ich hier noch irgendwie was einzusammeln habe. Vielleicht jetzt auch mit dem Messer. Komm ich da eigentlich hoch? Ach, da geht's nicht weiter. Von da habe ich dann irgendwie angefangen und war dann auch gleich am Lager oder so. Okay, da okay. Rechts habe ich ja schon irgendwie eingesammelt. Dann geht's hier einmal links lang. Was ist das hier? Gesträubtes Gefieder. Ich soll noch ein Nest zerstören. Gehen wir nochmal da lang. Bäume. Komm, so ein Nest finden wir noch, oder? Kann natürlich auch auf der anderen Seite sein. Ah, da ist noch eins. Ja, das treffe ich von hier aus. Vielleicht mit der Umrandung.
Ja, hier, hier, hier. Gut gemacht. Irgendwie das Schwein nervt, oder? Was ist da eigentlich noch? Da leuchtet noch irgendwas. Da oben leuchtet was. Was ist das? Ja. Wie komme ich da ran? Das hätte ich gern. Ja, das hätte ich gern. Das hätte ich gern. Vielleicht geht das auch gar nicht. Keine Ahnung. Es leuchtet, aber ich kann es nicht nehmen. Na, ich glaube, das habe ich mir jetzt alles angeschaut hier. Oder? Da war ich schon. Da brauche ich meinen. Den finde ich auch noch irgendwo. Wahrscheinlich in der Story. Diese blauen Blumen. Indigo-Wurzel. Verbessern die Wahrnehmung.